U-Bahn. Elwand. Fertig machen zum Urlaub. Hey, warum bin ich nicht dabei? Ihr Name steht nicht auf der Liste. Aber das ist doch mal wieder eine Riesenschweinerei. Ich bearbeite die Anträge nicht. Tut mir leid. Drecksladen ist das hier. Na, wie sieht's aus? Hast dich entschieden? Ich bin noch am Überlegen. Was gibt's da zu überlegen? Ich hab's dir doch schon 100 Mal erklärt. Der Typ ist ein Schwachmann. Der fängt schon an zu zittern, wenn du nur zur Tür reinkommst. Ja, ja, das habe ich alles begriffen. Scheinbar nicht. Dein Anteil ist 100.000 und das Risiko ist so gut wie null. Ja, ja, wie groß das Risiko ist, weiß man leider immer erst hinterher. Aber der Typ kann doch nicht mal zur Polizei gehen, weil er sonst selber dran wäre. Und warum muss das ausgerechnet dieses Wochenende sein? Mach du das mal. Weil es das nächste oder übernächste Mal zu spät ist. Weil sich dann schon ein anderer das Zeug unter den Nagel gerissen hat. Horst, wenn ich hier raus dürfte, würde ich es mir selber holen. Luban! Du störst. Ich gehe gleich wieder. Luban, du musst mir einen Gefallen tun. Du musst meine Verlobte anrufen. Frag sie, warum sie mich nicht mehr besucht. Ja, ja, erzähl das einer. Und ich muss wissen, ob sie was gegen mich hat. Du, das ist wichtig für mich. Schreib die Nummer auf. Los, raus jetzt! Okay, danke. Also. Was ist? Ich möchte gerne noch eins wissen. Woher hast du den Tipp, dass das Zeug dort steckt? Wie man so einen Tipp halt kriegt. Völlig egal. Ja. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Du hast ein großes Ding gedreht. Deswegen bist du auch hier. Aber woher du das Zeug wirklich hast, hast du mir nie erzählt. Ich habe dir erzählt, was du wissen musst. Und dein Kumpel, was ist das für ein Typ? Er steht wie eine Eins, kann sich 100% auf ihn verlassen. Na, dann wünsch mir viel Glück. Weißt du, du hast mir die Daumen. Köpfchen. Das ist die Telefonnummer. Ja, ja. Sag ihr, dass ich auf sie warte. Und wenn sie mich nicht mehr sehen will, dann soll sie es mir schreiben. Ab, Rottchen. Sag ihr, dass ich sie brauche. Schönes Wochenende. Und pünktlich zurückkommen. Geht klar. Lass dir die Zeit nicht lang werden. Du auch nicht. Ihre Gaststätte Bierwirt? Wer? Ja, Moment mal. Ist ein Herr Huppert hier? Bring ihn her. Wann heißt denn du Huppert? Psst. Hallo? Ja, Loban. Ja, Ihre Nummer habe ich von Otto Dietz. Ja. Ja, und wann können wir uns treffen? Gut, und wo? Gut. Ja, dann werde ich als Erkennungszeichen eine zusammengerollte Zeitung unterm Arm haben. Alles klar. Das ist für dich. Servus. Was denn du? Das ist ein Überfall. Nächste Woche. Ich habe mit jemandem getauscht. Dann hast du gar nicht mehr meinen Brief bekommen. Ich habe dir so verrückte Sachen geschrieben. Ja, ja, das kannst du mir alles nachher erzählen. Oh mein Gott, schreiben kann ich sowas viel leichter. Du wirst doch nie fertig mit Lernen, ne? In 3 Wochen haben wir die letzte Prüfung. Kannst mich nachher ein bisschen abhören.
Ich glaube, du wirst dich mal unheimlich langweilen mit mir. Worüber können wir schon reden? Ich habe noch nie so ein anständiges Buch gelesen. Ein Konzert war ja auch noch nie. Ich freue mich drauf, dass ich dir mal alles zeigen kann. Das Erlernen krimineller Techniken. Die meisten, die ich kenne, sind so uninteressiert und gleichgültig. Du kannst noch richtig staunen und begeistert sein. Ja. Wieso bist du da bloß so sicher? Wer sagt dir, dass ich nicht irgendwann eine Scheiße baue wieder? Weil du mich jetzt hast. Und weil du weißt, was du mir damit antun würdest. Halt mal, was ich letzte Nacht geträumt habe. Gehen wir heute Abend essen? Wir sollen das bezahlen. Ich lade dich ein. Nee, du, daraus wird nichts. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Geht sie wieder schlecht? Ja. Naja, ich habe ihr versprochen, vorbeizukommen. Wenigstens für ein paar Stunden. Ich würde sie wahnsinnig gern mal kennenlernen. Kommt auch noch. Herr Ruppert? Mhm. Komm. Seit wann bekommst du einen Urlaub? Seit einem halben Jahr. Ich bin im offenen Vollzug. Warum haben sie dich eingelocht? Ich habe ein paar Pelzläden ausgeräumt. Das heißt, du hast dich dabei erwischen lassen. Das ist für dich. Was ist das? Das kriege ich aber nachher wieder. Sowas mache ich ja überhaupt nicht gern bei mir. Freiwillig würde er mit seinen Schätzen nicht rausrücken wollen. Du musst ihm schon ein bisschen Angst machen. Oder willst du aussteigen? Du hast noch Zeit. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Das Haus hat die Nummer 14. Gegen 21 Uhr führt er immer seinen Hund spazieren. Das ist die beste Gelegenheit. Du weißt, was in den Koffern ist? Ja. Otto hat es mir gesagt. Ich warte mit dem Wagen an der nächsten Ecke auf dich. Da. Sobald du aus dem Haus läufst, komme ich angefahren. Otto ist ein echter Freund. Er redet nicht viel und ist zuverlässig. Ganz im Gegensatz zu seinem Bruder. Ich wusste gar nicht, dass Otto einen Bruder hat. Na, ist nicht so wichtig. Da, weißt du, was brauchst. Danke. Also 21 Uhr. Gut, dann ist ja alles klar. Ja. Die Schläger, die die deutschen Spieler in Düsseldorf und Garmisch-Partenkirchen zu spüren bekamen. Man konnte... Was ist denn? Magen. Hallo! Hallo? Kein Wort von Kriminalpolizei. 5 Mark. 4. Alles wird teurer. Schreib's an. Komm.
rein da. Na los, rein! Die Koffer. Aber was denn für Koffer? Komm, 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 spiel hier nicht den Blödmann. Ich will die Koffer. Ich zähle den Blödmann. Ich habe keine Koffer. Sag's mir doch, wenn ich's dir sage. Hey! Wo ist das Versteck? Ich hab keine Ahnung, was Nein, ist das? Wirklich nicht, das werden wir gleich mal sehen. Also, wo? In der Waschküche. Komm, los. Los, vorwärts. Komm, hoch! Ja, und wo sind die Koffer? Einer abgeholt. Du bist ein mieses Schwein. Ich hab sie doch nicht. Du willst mich hier wohl verscheißern? Nein, ich sag's dir, ich hab sie nicht. Ich schwör's dir. Ist wohl nur eine Fleischwunde. Gib ihm eine Spritze. Es geht ganz schnell. Nicht bewegen. Komm. Beiß mal fest rein. Kaliber 7,65. Damit kannst du aber nicht zurück. Gib dir was anderes. Haben Sie angerufen? Bitte, hören Sie. Der Hund bellen, bellen. Ist er nicht erhalten? Seit 2 Stunden schon das geht so. Danke. Wie tun wir ums Haus? Wie heißen die Leute? Ich sehe eine Herren, wohnen alleine. Heißen Vetter. Hallo? Hallo, Herr Vetter? Bitte, es ist der erste Mal, machen Klagen, aber heute Abend der Hund. Rudi, komm doch mal her. Au! Oh. Was denn? Oh. Was ist denn das?
Ich wollte meiner Mutter einen Koffer runterholen vom Schrank. Mir ist ein scheiß Leuchter runtergeflogen, mit der Spitze genau da rein. Manchmal bist du wirklich ein Pechvogel. Ach scheiße, alles was ich anfasse, geht mir schief. Ich glaube, ich komme wirklich nie aus dem Dreck raus. Du weißt, dass wir es zusammen schaffen und dass ich immer für dich da bin. Nächste Woche rufe ich deinen Anwalt an. Vielleicht weiß er schon, ob dein Bewährungsantrag durch ist. Du musst dir immer sagen, dass du bald alles hinter dir hast. Hast du Feuer? Zwei Geschosse fehlen. Und wo sind die Einschussstellen? Es gibt nur eine. Hier unter dem linken Rippenbogen. Hältst du für möglich, dass ihm hinterher jemand die Waffe in die Hand gedrückt hat? Er hielt den Griff und den Abzugsbügel ziemlich fest umklammert. Außerdem haben wir Schmauchspuren an den Fingerspitzen gefunden. Hm. Ah! Was ist denn das, Mensch? Das könnte nachträglich eingebaut worden sein. Hm. Hat die Waschmaschine da drüber gestanden? Ja, ja, sieht so aus, ja. Hier war der Hund eingesperrt. Wir haben ihn ins Tierheim gebracht. Der arme Hund. Hat der Mann hier alleine gewohnt? Er hat das Haus vor 3 Jahren gemietet. Angehörige scheint er keine zu haben. Die Nachbarn sagen, dass er das Haus nur selten verlassen hat. Und wenn, dann höchstens für ein paar Stunden. Hat denn jemand von den Nachbarn die Schüsse gehört? Wir fragen gerade rum. Oban! Hast du mit meiner Verlobten telefoniert? Ich bin nicht dazu gekommen. Aber du weißt doch, wie wichtig das für mich ist. Es tut mir leid, ich hatte keine Zeit. Oder willst du mir bloß nicht sagen, dass ich mich nicht mehr sehen will? Du brauchst mir nicht zu schonen. Ich hab sie nicht gesprochen. Ich hab selbst genug um die Ohren. Ich sitze hier schon wie auf Kohlen. Ist was passiert? Hm? Gottchen? Leitbibliothek hat offen. Neue Lieferung. Hm? Was hat er gesagt? Dass schon ein anderer da war und die Koffer geholt hat. Ach, verdammt, du hast dir was vormachen lassen. Von diesem Idiot war leer. Und warum hast du ihn umgelegt? Ich hab ihn nicht umgelegt. Er hat doch selbst die Pistole in der Hand gehabt und losgedrückt. Mist, verdammt. Ach, ich schade um ihn. Dreckskerl. Schwein. Dem habe ich zu verdanken, dass ich hier sitze. Vergiss es. Und was ist, wenn Sie suchen anfangen? Ach, was, die suchen einen, der ihn gekannt hat. Der was mit ihm zu tun hatte. Au. Du hattest nicht den geringsten Kontakt zu ihm. Die suchen sie dumm und dämlich. Hey, fass mal meine Stirn an. Was ist denn? Ich glaube, ich habe Fieber. Hab dich nicht so. Hier darf keiner was mitkriegen von deiner Verletzung. Verdammte Scheiße. Aua! Ich weiß ja nicht mal, ob das ein richtiger Arzt war. Als wir anfingen, uns mit dem Ermordeten zu beschäftigen, sind wir auf einen Fall gestoßen, der 5 Jahre zurückliegt. Im Mai 76 wurde in Frankfurt ein Geldtransporter überfallen, der 2 Metallkoffer vom Flugplatz zur Landeszentralbank bringen sollte. In den Koffern befanden sich Goldbarren im Werte von heute etwa 4 Millionen Mark. Natürlich, ich erinnere mich. Die Urheber des Überfalls waren 2 Brüder. Jawohl, Otto und Friedhelm Dietz. Sie wurden nach einer internationalen
Ja. Sind Sie nach einer internationalen Fahndung in Frankfurt, ja. Nee, in Antwerpen wurden Sie festgenommen. Sie behaupteten nun, die Koffer in einer verlassenen Erzmine bei... Bei Antwerpen, ja. Nee, bei Metz. Ach so. Versteckt zu haben, aber dort wurden Sie bis heute nie gefunden. Das ist die Mine. Ja. Eine Frankfurter Strafkammer verurteilte nun... Wieso Frankfurt? Ja, die war zuständig. Verurteilte nun Otto, den Älteren, zu 6, Friedhelm, den Jüngeren, zu 5 Jahre Freiheitsentzug. Der Fahrer des Wagens, ein gewisser Raimund Vetter, der unmittelbar nach dem Überfall unter dem Verdacht, Tippgeber des Unternehmens gewesen zu sein, festgenommen wurde, musste wieder freigelassen werden, da man ihm eine Verbindung zu den Gebrüdern Dietz nicht nachweisen konnte. Dieser Herr Vetter, der gab seine Stellung bei der Wehrtransportfirma nach dem Prozess auf und zog nach... Antwerpen, ja. Nee, der zog nach München und mietete sich dort ein Häuschen, wo er sehr zurückgezogen lebte. In einem Wandtresor fanden wir Unterlagen über den Ankauf von Wertpapieren in Höhe von 800.000 Mark. Ja, wir waren dort, weil in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde Herr Vetter in diesem Hause erschossen. Und in der Waschküche, da fanden wir einen ausgemauerten Schacht, der gerade so groß war, dass die beiden Metallkoffer dort Platz gehabt hätten oder hätten haben können. Ja, aber was ist denn das für ein Deutsch, Köster? Ich muss doch nicht druckreif reden. Meister! Machen Sie die Wäsche auf den Schrank fertig. Wir machen alles. Na ja, ich bin mit meiner alten Waschfrau nämlich gar nicht mehr so sehr zufrieden. Dann bringen Sie die Sachen doch einfach mal her. Ja, das ist eine gute Idee. Können wir uns vorher noch mal unterhalten, kurz. Um Sie einen Raum, wo man ungestört sprechen kann. Ja, gehen wir nehmen an. Hier. Sagen Sie, den Mann kennen Sie doch. Ich glaube nicht. Na, hören Sie mal, den Namen Raimund Vetter, wenn Sie so mal gehört haben. Wer soll das sein? Na, das ist doch der Mann, der den Transporter gefahren hat, den Sie und Ihr Bruder überfallen haben. Ach, die Sache ist doch längst ausgestanden für mich. Nein, die fängt leider wieder an. Der Herr Vetter ist vorgestern Nacht erschossen worden. Wir suchen natürlich den Täter. Na und? Was habe ich damit zu tun? Vielleicht ist der Vetter damals doch Ihr Komplize gewesen und Sie haben ihm die Koffer mit der Goldfracht unmittelbar nach dem Überfall zum Aufbewahren gegeben. Ja? Herr Vetter kaufte von seinem Anteil Wertpapiere in Höhe von 800.000 Mark. Wo soll er denn so viel Geld her haben? Ihren Anteil und den Ihres Bruders bewahrt er in der Waschküche auf, bei sich zu Hause. Darf ich Ihnen etwas sagen? Darf ich jetzt mal? Ja, darf ich mal? Es könnte so gewesen sein. Sie sind vor 3 Wochen nach Verbüßung Ihrer Haftstrafe, 3/4 Ihrer Haftstrafe, aus der Anstalt entlassen worden. Natürlich gingen Sie sofort zu Vetter und forderten Ihren Anteil. Vielleicht auch den Ihres Bruders. Da gab es eine Auseinandersetzung, da fiel der tödliche Schuss und Sie nahmen die beiden Koffer und machten die Pflege. Ja? Ich habe Herrn Vetter, oder wie der heißt, das letzte Mal vor 4 Jahren gesehen. Vor Gericht, als er als Zeuge einvernommen wurde. Ja, aber wie erklären Sie sich dann, dass wir Ihren Namen und Ihre neue Adresse auf dem Schreibtisch des Toten gefunden haben? Hier, Dietz Friedheim. Können Sie behalten. Das ist eine Fotokopie. Lassen Sie sich für die Antwort Zeit. Kommen Sie morgen Nachmittag um 16 Uhr in mein Büro. Ja? Wiedersehen, Herr Dietz. Ach ja, noch was. Wenn Ihre Vermieterin Ihnen sagt, dass Polizeibeamte bei Ihnen in der Wohnung nachgesucht haben, das waren unsere Leute. Die hatten Durchsuchungsbefehl. Wiedersehen. Kommt Chefin halt noch? Ja, ich glaube in einer halben Stunde.
verschwinde mal. Brauchst du nicht. Dann kannst du ja gleich wiederkommen. Was ist denn los? Ich brauche Penicillin. Ich würde lieber einen Arzt holen. Loban darf sich auf keinen Fall krank melden, verstehst du? Mal sehen, was ich machen kann. Aber nicht zu langsam. Kannst wieder reinkommen. Was denn? Die Hosen voll. Und ihr kriegt 32 Mark. Trink mal. Bald bist du wieder auf dem Bein. Hoffentlich. Und dann holen wir uns das Zeug. Ich weiß, wer es hat. Und du kriegst deinen Teil. Und noch mehr. Ja, wenn ich es dann noch brauchen kann. Du bist ein Spinner. Na, was hat er für eine Wohnung? Sparsame Einrichtung. Sofa, Fernseher, Stereoanlage. Ansonsten Fehlanzeige. Keine Goldbarren, keine Koffer. Aber der hat das Zeug, verlasst euch drauf. Das hier ist vielleicht nicht uninteressant. Prospekte von Kanada mit allen Flugverbindungen. Lag auf dem Sofa. Vielleicht will er sich in die Richtung absetzen. Aber nicht, bevor er seine Goldbarren zu Geld gemacht hat. Und dazu braucht er Zeit. Denn er kann das Geschäft ja nicht mit den Banken machen. Mitnehmen über die Grenze kann er die Koffer auch nicht. Also bleibt ihm nur eins übrig. Er muss das Gold finanzkräftigen Unterweltkreisen anbieten. Und mit denen müssen wir in der nächsten Zeit ein bisschen Kontakt. Das heißt, ich muss. Da werden sonst, du bist ja der Größte. Bei uns. Wir sind zu spät gekommen. Dein Bruder war schneller. Und jetzt? Die Polizei setzt nun ihre Spitzel ein. Sie hat auf alle ein Auge, die für Goldgeschäfte in Frage kommen. Es tut sich allerhand. Bei uns im Kegelclub fehlst du uns sehr. Verstehe. Was schlägst du vor? Du hast nicht mehr viel Zeit. Dein Bruder hat schon mit einigen Interessenten Verbindung aufgenommen. Wir sollten mit ihm verhandeln. Wenn du willst, mache ich das für dich. Verhandeln ist besser als schießen, vor allem. Jeder weiß, wie das jetzt ist. Vor allem, wenn schon mal geschossen worden ist. Du kennst ihn nicht, er lässt nicht mit sich reden. Wir schlagen ihm ein Tauschgeschäft vor. Er gibt dir deinen Anteil zurück und... Was sollen wir ihm geben? Ich habe da so eine Idee. Aber dazu brauche ich noch mal den jungen Mann, den du neulich geschickt hast. Danke, Herr. Von hier? Du bist schon zu beneiden. Hey. Die Polizei sucht den Mann, der Raimund Vetter erschossen hat. Davon habe ich gehört. Sie haben ihn nicht erschossen. Trotzdem dürften Sie für die Polizei der Verdächtige Nummer 1 sein. Wie kommen Sie darauf?
Vetter hatte zwei Koffer mit Goldbarren in seinem Haus. Davon konnten nur Sie und Ihr Bruder etwas gewusst haben. Sie wurden vor 3 Wochen aus der Haft entlassen. Nun ist Vetter tot und die Koffer sind verschwunden. So etwas Ähnliches hat mir ein Kommissar auch schon erzählt. Hat sogar meine Wohnung durchsucht. Ohne Erfolg. Die Polizei hat keine Beweise gegen mich. Mit Beweisen ist das so eine Sache. Die Polizei könnte leicht Beweise bekommen. Brauchten nur ein paar Männer auszusagen, dass sie ihnen Goldbarren angeboten haben. Wollen Sie mir Angst machen? Wo denken Sie hin? Ich möchte nur ein Geschäft mit Ihnen machen. Falls Ihre Schwierigkeiten größer werden sollten, könnte ich Ihnen sogar einen Pass beschaffen. Was für Schwierigkeiten? Na, die haben Sie doch. Und falls Ihnen diese Schwierigkeiten über den Kopf wachsen sollten, könnte ich Ihnen auch den Mann nennen, der Raimund Vetter wirklich erschossen hat. Ich könnte Ihnen sogar die Beweise liefern. Als Gegenleistung müssen Sie nur den Anteil Ihres Bruders rausrücken. Das ist doch ein faires Angebot. Hast du ihr mal was von deinen Schulden erzählt? Nee, noch nicht. Aber eines Tages bist du draußen und lebst mit ihr zusammen. Und wenn sie dann mitkriegt, dass jeden Monat von deinem popligen Lohn 500 oder 600 Mark abgezogen werden, dann musst du ihr sagen, das geht jetzt 10 Jahre so. 50.000 Schadenersatz und die Zinsen. Dazu hat mich der Richter verdonnert. Bitte hör auf jetzt. Aber ich fange ja gerade erst an. Zuerst wird dir das nichts ausmachen. Hauptsache, du bist bei ihr. Aber eines Tages, wenn sie nichts dazu verdienen kann, keine Anstellung kriegt, als junge Lehrerin, das ist doch heutzutage so, dann wird sie von dir sehr bald die Schnauze voll haben. Nee, du kannst mir nichts einreden. Ich kenne sie. Ja, das hat schon mal einer gesagt, dass er eine kennt. Kurtchen Meier, weißt du noch, wie der hier rumgesprungen ist und gejubelt hat? Sie wird mich jede Woche besuchen. Sie hält zu mir. Und was ist draus geworden? Jetzt haut er uns die Hucke voll, weil sie nicht mehr kommt, ja. Du glaubst, weil du mies bist, sind's die anderen auch? Nee. Ja, vielleicht hast du recht. Aber ich kenne das Leben. Und wenn nichts mehr übrig bleibt fürs Vergnügen, naja, du, mein Kumpel weiß, wo die Koffer sind. Du brauchst sie bloß zu holen. Warum holt er sie sich nicht selbst? Weil er sich nicht mehr bewegen kann. Du hast doch gesehen, was mit ihm los ist. Nee, ich hab die Schnauze voll. Sie ist ein nettes Mädchen. Dass du ein Gauner warst, kann sie dir verzeihen. Aber ein Gauner mit Schulden, das hält sie nicht aus. Das hält keiner aus. Du kriegst das Doppelte. 200.000. Ich habe mal eine Frage. Sind Sie an Goldbarren interessiert? Unter Umständen ja. Ich kenne jemanden, der Goldbarren anbietet. Wie heißt er denn? Friedhelm Dietz. Und wissen Sie auch, wo er sie anbietet? Zum Beispiel bei Giulio Stefano, einem Südfruchtimporteur aus Hohenbrunn. Wer sind Sie denn? Ein Freund der Polizei. Würde ich Ihnen sonst den Tipp geben? Schöne Trauben, ne? Langen Sie zu. Greifen Sie zu, Herr Dietz. Danke. Wissen Sie, wo ich die habe? Von Giulio Stefano. Hat er mir geschenkt für meine Kinder.
Dabei habe ich doch gar keine Kinder. Aber der handelt nicht nur mit Trauben, sondern auch noch mit anderen Sachen, die nicht ganz sauber sind. Gestern Abend waren Sie bei ihm und haben ihn gefragt, ob er Interesse hat, Goldbarren zu kaufen. Warum sind Sie denn jetzt so still, Herr Dietz? Das ist doch alles idiotisch. Also bitte, idiotisch sind wir hier nicht. Wir sind manchmal ein bisschen überfordert. Ja gut, ich war bei ihm. Streite ich gar nicht ab. Ich habe ihn auch nach einem Goldgeschäft gefragt. Aber das war eine rein theoretische Frage. Ich habe ihm keinen einzigen Goldbarren gezeigt. Kann ich gar nicht. Ich habe ja keinen. Ich habe erst von Ihnen erfahren, dass Vetter erschossen worden ist. Und dass das Zeug nicht mehr da ist. Da habe ich gedacht, dass es bei ihm am sichersten ist. Es ist schade, dass das Herr Vetter nicht bestätigen kann. Nein, nein. Sie haben das Gold, Herr Dietz. Aber selbst hartnäckigste Hehler wie Stefano können Sie nicht abkaufen. Ne? Sieht schlecht aus, Herr Dietz, für Sie. Unkontrolliert kommen Sie mit den Koffern auch nicht aus dem Land. Also jetzt können Sie an sich gehen und intensiv nachdenken. Wollen Sie mitnehmen? Nein, danke. Herr Dietz? Wann haben Sie Ihren Bruder zuletzt gesehen? Vor 4 Jahren. In dem Prozess? Ja. Soll ich mir was bestellen? Ich werde ihn nächste Tage besuchen. Sagen Sie ihm einen schönen Gruß. Würde sich freuen drüber. Horst! Das gibt's doch gar nicht. Mutter geht's nicht gut. Was? Mutter geht's nicht gut. Habe ich noch mal Urlaub bekommen? Du solltest sie besser ins Krankenhaus bringen. Nee, das will sie auch nicht. Da hat sie Angst, dass sie nie wieder rauskommt. Ich freue mich, dass ich da bin. Na dann komm. Wolltest du nicht gerade gehen? Das hat Zeit. Ich habe mit deinem Anwalt gesprochen. Dein Antrag ist so gut wie genehmigt. Vielleicht bist du schon in ein paar Wochen draußen. Irgendwie habe ich Angst davor. Warum denn? Naja, vielleicht ist da nicht mehr so schön zwischen uns, wenn wir uns dauernd sehen. Was redest du denn da? Du, wir kennen uns doch kaum. Ich habe dir mal aus dem Knast geschrieben und du hast zurückgeschrieben. Dann bist du mich besuchen gekommen. Und irgendwie hat es ein bisschen geschnackelt. So kann man sie auch nennen. Wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin für dich bloß ein soziales Experiment. Ein richtiges Studienobjekt. Sag mal, hast du einen Knall? Wie kommt mein Bruder auf die Idee, dass ich die Koffer habe? Wir sind doch zusammen aufgewachsen, der kennt sie doch. Und dass sie früher entlassen wurden als er, da war er ganz sicher, dass sie auch seinen Anteil holen würden und damit abhauen. Deswegen hat er dann einen Mann engagiert, der den Vetter... Ja, der Mann sollte doch nur die Koffer in Sicherheit bringen, bevor Sie damit verschwinden. Tod Vetters war ein bedauerlicher Betriebsunfall. Das macht eben die Sache viel schwieriger. Also gut, ich werde was sagen. Sie liefern mir den Mann, der den Vetter erschossen hat. Und die Beweise, dass es getan hat. Wenn ich die habe, kriegen Sie seinen Anteil zurück. Na prima. Dann ist ja alles wieder in Ordnung. Dann stimmt die Sache. Ja, ja. Also, bis dann. Herr Dietz, in den alten Ermittlungsakten steht, dass Sie aufgrund Ihrer überlegenen Intelligenz und Ihrer Energie der führende Kopf des Überfalls gewesen sind. Ihr Bruder wird mehr oder weniger als Mitläufer bezeichnet. Deswegen ist er jetzt auch frei. Und ich habe mindestens noch 1 Jahr zu sitzen. Ist doch besser als tot, wie Raimund Vetter. Soll das ein Trost für mich sein? Ach, Sie brauchen doch meinen Trost nicht, Herr Dietz. Sie konnten sich in den langen Jahren Ihrer Haft immer mit dem Gedanken trösten, dass Sie nach Ihrer Entlassung eine gute Million besitzen werden. Der Goldpreis steigt und steigt. Worauf wollen Sie hinaus?
Ja, nun ist die Sache allerdings so gelaufen, wir sind überzeugt, dass Ihr Bruder die beiden Koffer und damit auch den Anteil Ihrer Goldbeute an sich gebracht hat. Ich glaube, Sie werden diese Überzeugung mit uns teilen. Ich habe noch nicht so viel darüber nachgedacht. Aber ich, Herr Dietz, aber ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann wie Sie Dinge, die er für sein Eigentum hält, freiwillig einem anderen überlässt. Auch seinem Bruder nicht. Ich bin überzeugt, dass Sie alles tun werden, um Ihr Eigentum zurückzubekommen. Sie vergessen, dass ich hier eingesperrt bin. Was kann ich tun? Das ist die Frage. Ich werde mich intensiv bemühen, Sie zu beantworten, Herr Dietz. Grüß deine Mutter von mir. Und red noch mal wegen dem Krankenhaus mit. Mach ich. Tschüss. Mach's gut. Ich bin bis dahin zurück. Mhm. Ziemlich spät. Ich warte schon eine Viertelstunde. Ich hatte das Gefühl, dass mir jemand folgt. Was? Konnten Sie abhängen? Ich habe ein paar Haken geschlagen. Wo ist der Typ? Da unten vor dem Blumenstand. Ach, der mit der Wollmütze? Ja. Und waren Sie noch mal bei meinem Bruder? Mhm. Er wird folgende Aussage machen. Der junge Mann wurde im Laufe der langen Haftzeit sein Vertrauter. Mhm. Er, also Ihr Bruder, erzählte ihm von Millionen, die ein Freund für ihn aufbewahrt hat. Wahrscheinlich fiel auch mal der Name dieses Freundes. Und das nutzte der junge Mann aus, bei einem Urlaub vom Knast, für seine Zwecke. Und wann bekommt die Polizei Bescheid? In einer halben Stunde, falls sie die Koffer... Ja, das habe ich schon gemacht. Ja, und was bekommen Sie für Ihre Bemühungen? Ihr Bruder zahlt mir 3%. Sie sind bescheiden? Mit 3% macht man sich keine Feinde. Man bleibt immer ein guter Freund. Von Ihnen bekomme ich auch 3%. Und vielleicht werden wir eines Tages auch gute Freunde sein. Also. Bis morgen früh, ich rufe Sie an. Ja, und wie kann ich Sie erreichen, Herr? Es genügt, wenn ich Sie erreichen kann, Herr Dietz. Na? Ich hab schon gedacht, dass was dazwischen gekommen ist. Aber ich musste noch mal zum Arzt. Darf ich mich bei dir aufstützen? Bitte, bitte. Ja, und das ist jetzt? Ich würde jetzt sagen, wo die Koffer sind. Du gehst überhaupt kein Risiko ein. Ah, das habe ich ja schon mal gehört. Thank you.
Mich um Hilfe. Wann war das? Vor einer Woche. Am Sonnabend, kurz vor 22 Uhr. Hat er Ihnen gesagt, woher die Verletzung stammt? Ich habe ihn gefragt. Er hat aber keine Antwort gegeben. Ja, warum haben Sie denn das erst heute gemeldet, Herr Doktor? Ich habe es erst gestern in der Zeitung gelesen, dass ein Mann mit einer 7,65-Pistole erschossen wurde. Und dass vermutlich aus dieser Pistole ein zweiter Schuss abgegeben wurde, der noch jemanden getroffen haben könnte. Sie haben in gewissen Kreisen den Ruf eines Helfers in allen Notlagen, Herr Doktor. Darf ich das sicherstellen? Ich tue meine Pflicht als Arzt, ohne Ansehen der Person. Ja, ja. Warum haben Sie Kugel aufgehoben? Aus Misstrauen. Als ich ihn wegen der Rechnung nach seiner Adresse fragte, stotterte er herum. Dann sagte er, er hätte 2 Tage Urlaub. Er säße in einer Haftanstalt. Hat er gesagt, in welcher? Gibt es irgendeinen Grund, dass Sie so spät noch kommen? Von der Haftanstalt bekamen wir die Adresse seiner Mutter. Aber die sagte, sie hätte ihn seit 3 Wochen nicht gesehen. Und verwies uns an Sie. Aber das stimmt doch gar nicht. Er war doch erst heute Abend bei ihr. Ich wollte ja auch hin, aber ist was dazwischen gekommen. Was? Sie sind Herr Lobahn, Kriminalpolizei. Und warum erzählst du das erst jetzt? Sie haben sich in der vorigen Woche eine Pistolenkugel aus der linken Schulter operieren lassen. Stimmt das? Ja, stimmt. Wer hat auf Sie geschossen, Herr Lobahn? Hieß der Raimund Vetter? Ja. Sie wussten, dass er 2 Koffer mit Goldbarren im Haus hatte. Sie wollten die beiden Koffer haben. Da kam es zu einer Auseinandersetzung. Fielen 2 Schüsse. Der eine verletzte sie und der andere Schuss tötete Herrn Vetter. Sag, dass das nicht wahr ist. Bitte sag's. Es ist wahr. Aber ich habe die Pistole nicht in der Hand gehabt. Herr Lobahn, wir müssen uns bei mir im Büro weiter unterhalten. Kommen Sie. Warum hast du alles kaputt gemacht? Hast du nicht ein bisschen an mich gedacht? Festgenommen.
Hier sind meine Prozente. Die Prozente von meinem Bruder kassieren Sie ja wohl selbst. Warten Sie noch, bis Sie Ihren Anteil zu Geld machen. Die Polizei sucht noch immer. Können Ihre Barren ruhig in der Wohnung lassen. Da war schon die Polizei. Kann nichts passieren. Gute Idee. Die besten Geschäfte sind immer die, bei denen alle Beteiligten zufriedengestellt sind. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben die Koffer gefunden, in der alten Ziegelei. Ja und? Leer. Das habe ich nie bestritten. Aber Sie bestreiten, das Gold an sich gebracht zu haben. Weil ich es nicht getan habe. Ja, wie ist dann der Goldbarren in Ihre Reisetasche gekommen? Es war der einzige, den ich gefunden habe in den Koffern. Warum glauben Sie mir das eigentlich nicht? Weil es viel glaubhafter ist, dass Sie die Koffer gar nicht in der Ziegelei gefunden haben, sondern dass Sie sie selber nach dem Überfall auf Vetter dorthin gebracht und geleert haben. Aber das stimmt nicht! Ruhe, Ruhe. Loban, immer mit der Ruhe. Sehen Sie mal, Sie erzählen eine fantastische Geschichte nach der anderen. Zuerst sagen Sie, Otto Dietz hätte Sie veranlasst, Raimund Vetter zu überfallen. Das hat er auch. Ja, aber Otto Dietz streitet das ganz entschieden ab. Er sagte uns, wenn er so einen Auftrag zu vergeben gehabt hätte, hätte er sich mit Sicherheit nicht Sie ausgesucht. Sie wären viel zu ungeschickt für sowas. Dann sagen Sie, Sie hätten sich mit einem Mann getroffen, der Huppert hieß, der schwer gehbehindert war, der Ihnen die Pistole gegeben hat und Sie nachher zum Arzt gebracht hat. Aber der Mann, den Sie beschreiben, der ist weder in dem Lokal bekannt, wo Sie ihn angerufen haben wollen, noch kann sich der Arzt an ihn erinnern. Der sagt vielmehr, Sie wären allein zu ihm gekommen. Die großen Unbekannten haben alle denselben Fehler. Sie lösen sich früher oder später in nichts auf. Es gibt diesen Mann. Bitte verdammt noch mal, glauben Sie mir das doch endlich. Es gibt diesen Mann! Das ist er. Dietz Otto, Block C. Können Sie mir sagen, ob er in den letzten 6 Wochen Besuch hatte? Das hat er, und zwar 3-mal. Von wem? Da steht jedes Mal derselbe Name. Ich wollte Otto einen Gefallen tun. Außerdem wollte ich von meinen Schulden runter. Vielleicht werden das die Richter berücksichtigen. Aber was wir jetzt brauchen, sind Beweise, ja? Handfeste Beweise. Und woher soll ich die nehmen? Aus Ihrem Gehirnkasten. Denken Sie nach. Über alles, was Sie mit diesem Gehbehinderten erlebt haben. Was er gesagt und was er getan hat. Ja, strengen Sie sich an. Ich habe aber ein schönes Hobby, Herr Kalwig. Sind das schöne Vögel? Die bunten, wie schön. Was haben Sie denn da in der Hand? Das ist eine Wachtel. Wollen Sie mir füttern helfen? Nein, ich will Ihnen nicht füttern helfen. Kriminalpolizei. Sehr erfreut. Was kann ich denn für Sie tun? Kennen Sie Otto Dietz? Der ist zurzeit inhaftiert. Ja, natürlich. Wir sind befreundet. Herr Kalwig, würden Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie mal mit mir kommen? Ich brauche Sie nur für eine Gegenüberstellung. Nur für eine Gegenüberstellung. Ja, selbstverständlich. Erlauben Sie, dass ich meine Tiere noch zu Ende füttere? Ja, klar. Geben Sie nur tüchtig. Man weiß ja nicht, wie lange das dauert, nicht? Dafür gibt es doch eine ganz einfache Erklärung, Herr Köster. Unter den Sachen von Otto Dietz während der langen Haftzeit, da befand sich auch ein Foto von mir. Ich habe ihn ja da auch öfters besucht. Der junge Mann hat mich so oder so gesehen und da hat er sich eben an mich erinnert. Die Erklärung ist nicht schlecht, Herr Rupert. Verzeihung, Herr Kalwig, woher kennen Sie Herrn Dietz eigentlich?
Bevor ich die Sache mit dem Bein bekam, hatte ich ein kleines Restaurant. Und Otto Dietz war mein Kellner. Das ist auch nicht schlecht. Erinnern Sie sich, was Sie bei Ihren Besuchen in der Haftanstalt mit ihm besprochen haben? Ach, alte Freunde haben sich viel zu erzählen. Aber an Einzelheiten kann ich mich natürlich nicht erinnern. Schön. Herr Kalbig, es tut mir leid, dass ich Ihre Zeit mit diesem Kram in Anspruch genommen habe. Gestatten Sie? Sehr freundlich, aber Herr Köster, Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Sie haben es ja auch nicht einfach. Freut mich, dass Sie das anerkennen. Mein Mitarbeiter wird Sie runterbringen. Vielen Dank. Ach, Herr Kalbig. Ja? Ich glaube, Sie haben was verloren. Oh. Das ist doch Ihr Tuch, nicht? Ja. Vielen Dank. Ja, ich glaube... Doch, doch, das ist ganz bestimmt Ihr Tuch. Aber Sie haben es nicht verloren, Sie haben es vergessen. Und jetzt müssen wir uns noch mal unterhalten. Dieses Tuch haben Sie dem jungen Mann zwischen die Zähne gesteckt, als Sie mit ihm beim Arzt waren. Und dann haben Sie vergessen, es sich wiedergeben zu lassen. Aber der junge Mann hat sich erinnert, dass er das Tuch in die Jackentasche gesteckt hat. Ja, so ist das, Herr Kalbig. Da ist man einmal menschlich und hilfsbereit und schon sitzt man in der Tinte. Und jetzt packen Sie mal aus. Erzählen Sie mal.